Hallo, willkommen zurück zu Atelier Riser 3. Wir wollen uns erstmal ausruhen, um dann richtig zur Tat zu schreiten. Ah, da ist das Bett. In diesem neuen Atelier finde ich nichts. Oh, sie sind bereits da. Saverio, muss kurz hasini yore. Jamada. Saverio, geh zur Seite. Du stehst im Weg. Sochi koso jamada. Hasini yotte kure. Du bist diejenige, die hier im Weg steht. Geh weg. Anata tachi wa garasu ha to maseki ha no. Ah, ihr seid von der Glasarbeiter und der Feensteinmanufaktur. Eh, ore ga Garasuha Tōryō no Saverio desu. Garasu zaiku no utsukushita to yakudōkan wa ikaga desu? Genau, ich bin der Chef der Glasarbeiter, Saverio. Kaikou to kōueki no naka de umareta atarashii chikara. Garasu zaiku koso machi no mirai wo seou ni fusawashii. Geboren aus grenzüberschreitendem Handel ist diese neue Kraft, die Glasherstellung, in der Lage, unsere Stadt in die Zukunft zu führen. Siehst du das nicht auch so? Ja, okay. Entschuldigung, ich bin Maseki Tōryō von Alberta. Entschuldige mich, ich bin die Chefin des Feenstein-Workshops, Alberta. Bewundere den mystischen Glanz der Feensteine aus erster Hand. Feensteine haben unsere Stadt schon immer unterstützt und haben sowohl die Tradition oder ja, stärken oder stehen sowohl für Tradition als auch für Klasse. Ein wahres Symbol unserer Abstammung. So muu daro? Oder siehst du das nicht so? So desho ne. Ja, das ist wirklich großartig. Tokoro de. Übrigens. Stimmt es, dass du diesen Ort in kurzfristig errichtet hast? Man kann das wohl so sagen. Ich wollte nur etwas haben, was Lickety Split ist, mir sagt das Wort nicht. Split ist geteilt. Lickety sagt mir leider gar nichts. Sie ist erschöpft, nachdem sie eine technische Verhandlung mit der Zunftmeisterin hatte. Bitte kommt später wieder. Also, es ist früher Morgen, wir haben gerade frisch geschlafen. Ach so, das gehört zu dem Geheimplan. Ja, Claudia. Technische Verhandlung mit einer Alchemistin und einer so jungen noch dazu. Selbst nachdem du diesen Ort hier in Augenschein genommen hast, zweifelst du immer noch ihre Fähigkeiten als Alchemistin an? Es ist unsere Pflicht, skrupellos
gegenüber den Partnern der Zunftmeisterin zu sein. Denn das hier ist eine Stadt der Handwerker. Ganz egal, wie berühmt du auch sein magst. Ja, warum testest du sie denn nicht? Wie wär's, wenn du die lokalen Materialien hier verwendest, die ortsansässigen Materialien, um etwas mit deiner Alchemie herzustellen? Sobald das erledigt ist, werde ich es beurteilen. Im Hauptquartier der Zunft. Was hatte das denn zu bedeuten? Während du mit den Stadtbewohnern geredet hast, haben wir im Workshop ein paar Sachen erklärt. Und was? Na, den Grund, warum eine so berühmte Alchemistin, die Fräulein Frederica nahesteht, nach Sardonica bestellt wurde. Hä? Ich dachte, wir wären wegen dieses Musters da und um ortsübliche Handwerkstechniken zu erlernen. Bist du wirklich der Ansicht, dass diese empfindlichen Gilden so bereitwillig ihre Geheimnisse teilen würden? Nun, jetzt wo du es sagst. Deshalb haben wir ihnen gesagt, dass ihr herbestellt wurdet, oder beziehungsweise du, Lisa, wurdest herbestellt von der Zunftmeisterin, um eine dringende Angelegenheit zu lösen. Also Tao, zumindest du solltest es begriffen haben, aber hat er nicht. Eine dringende Angelegenheit, du meinst, dass man die Karginseln wieder los wird, die den Seehandel beschränken? Davon haben wir ihnen natürlich auch erzählt. Aber sie haben es möglicherweise fehlinterpretiert, als dass es was hätte mit dieser Jahrhundertstatue zu tun haben können. Weil Federica mit einer berühmten Alchemistin über eine technische Sache gesprochen hat. Nun glauben Sie, dass diese Alchemistin ein Mitspracherecht haben könnte in Sachen Jahrhundertstatue? Wir haben ihr Interesse geweckt und jetzt liegt alles an dir, Lisa. Der Plan erfordert, dass die berühmte Alchemistin die Kraft hat, beide Gilden, also beide Workshops, zu beeindrucken. Du kriegst das doch hin, Lisa, oder? Ja, okay, ich gebe mein Bestes. Was wäre ein Atelierspiel ohne Prüfung? Das war ja bei Atelier Rorona, meinem ersten, dann tatsächlich so,
Wenn man die Prüfung auch nicht bestanden hat, dann wurde das Atelier einfach dicht gemacht und das Spiel war zu Ende. Gut, wir haben ein Rezept für Glas bekommen. Ein Glas-Goblet. Goblet ist, glaube ich, so ein Kelch oder so, ne? Und Feensteine, ein Feenstein-Anhänger. Ja. Okay, nee, ist noch nicht fertig. Okay. Rechts oben stehen die Main Quests. Ich bin noch nicht sicher, warum die eine da nur erleuchtet ist. Ach so, weil wir das andere schon gemacht haben, oder wie? Polishing Powder haben wir bereits hergestellt, Magical Items haben wir bereits hergestellt. Aber eine Stained Flower haben wir noch nicht hergestellt. Können wir das? Der Kessel ist hier total versteckt. So, gibt es hier eine Stained Flower? Nö. Auch nicht. Da auch nicht. Ja, das war's. Okay, dann ist damit vielleicht das Glasgoblet gemeint oder ich weiß es nicht. Gut. Wo wir gerade dabei sind, wenn wir Polishing Powder herstellen sollen, dann würde ich gerne mal versuchen, ob wir das noch mal besser hinkriegen. Ich sortiere mal nach Element Bolt. Habe ich nur einen. Haben wir da was in Sachen Qualität möglicherweise? Warte mal, das hat schon Quality 50, das wäre nicht schlecht. Na, ich nehme den. Wo war er jetzt? Da. So, Add Fire brauche ich nicht unbedingt jetzt. Ich muss da nur was reinpacken. Auch da gucke ich mal, ob da ein vernünftiger Trade mit bei ist. Sieht nicht so aus. Oder nehme ich das hier ohne Trades mit Qualität 59. So, und dann möchte ich hier... Achso, da muss ich hier noch einen weitermachen. Okay, es geht gar nicht anders. Nehme ich noch einen Einer. Ja, komm, nehmen wir den mit Qualität 36. So, hier brauche ich Wind. Das ist schon vorbei. Okay, nehmen wir den. Level up! So, jetzt kann ich noch zwei Sachen hinzufügen. Bei Trades bin ich ja nicht besonders fündig geworden. Hier habe ich noch eine Qualitätsmöglichkeit. Z材料は...
Ja, 59 ist nicht schlecht. Level up! Doko ni ireyo? Okay, dann machen wir hier noch. Oh, Qualität 82. So, das können wir nicht herstellen, weil wir keine Materialien haben. Uns fehlt... Achso, uns fehlt die... Jetzt verstehe ich das. Uns fehlt die Stained Flower. Die brauchen wir als Grundlage. Und deshalb... Aber ist das dann ein Rezept, was wir hier erst freischalten können? Jetzt muss ich mal gucken. Warte mal, ich fange mal hier oben an. Also die drei kann es ja nicht sein. Oder können es bei Polishing Powder, warte mal, ich muss nochmal gucken. Da können wir Polishing Sand herstellen. Bei Neutralisatoren wird es wohl nicht sein. Was könnte denn zu einer Blume passen? Das weiß man nicht, ne? Ich kann jetzt nicht alle Rezepte durchgehen. Ach, Glasflower, genau. Glasflower braucht ein Rosenblatt. Und ich habe kein, kein Rosenblatt, ernsthaft nicht? Aber es gibt hier kein weiteres Rezept. Es gibt hier nur Effekte. Ich gucke einfach nochmal in der Quest. I need a stained flower. Nochmal gucken, wie sieht die aus? So. Also wie so ein Schneeglöckchen so ein bisschen. Und wenn ich mir jetzt die Glasflower angucke, die sieht ganz anders aus. Oh, oder ist das hier bei den Ideen dabei? Beim Skilltree heißt es ja hier. Kann ich da noch rauszoomen? Mit X. Mit Quadrat. So, Waffenrezepte bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Qualität der gesammelten Gegenstände. Ja. Core Crystal wird das nicht sein. Hourglass of Origin. Genau, das war 800. Also wir, ja genau, wir haben ja sowieso viele Punkte. Die Quantität der gesammelten Gegenstände. Ich nehme das mal einfach, weil da links bestimmt noch andere Sachen sind, die wir dann auch noch freischalten. Damit können wir Emerald Band herstellen für 200. Das ist geschenkt. Standard-Sammellevel ist dann 2. Die Menge der Gegenstände, die in den Korb passen, wird erhöht. Ja, das 300 haben wir jetzt ja schon. Also Standard-Gathering ist das, wenn man jetzt einfach nur ohne Werkzeug sammelt. Das sollten wir auf jeden Fall nehmen.
weil wir dann bessere Gegenstände bekommen. Die Qualität der gesammelten Gegenstände wird erhöht. Die Qualität der Gegenstände mit dem Stab wird erhöht. Und Standard Gathering wird Level 3. Alles klar, das können wir noch nicht. 300 Qualität kann ich sowieso noch nicht erreichen. Ich schaffe ja noch nicht mal, also, oder sagen wir so, ich schaffe es noch nicht mal über 100 Qualität zu kommen. Also bis 100 kann ich jetzt ja schon. Und das waren 800, okay. Ne, gut, dann machen wir... Hey Tao, erinnerst du dich noch an das Emerald Band? Also an das Smaragd Band? Ja, ich kann mich noch gut dran erinnern. Wir haben ein Rezept dafür in Ruinen gefunden vor einer Weile. Es ist ein Gerät, was eine magische Kordel erweitert. Naja, ich habe es zurückgelassen in der Hauptstadt, weil ich dachte, du brauchst es vielleicht für Erkundung der Ruinen. Oh, wirklich? Das tut mir leid. Das war mir nicht bewusst. Ja, dann liegt es jetzt wohl immer noch im Atelier in der Hauptstadt. Es wäre echt praktischer bei unseren Erkundungen, wenn wir das hätten. Naja, komm, ich mache einfach ein neues. Weißt du denn noch, wie das geht? Natürlich. Nein, ich habe gelogen. Es ist mir gerade erst wieder eingefallen. Okay, dann machen wir das. Das erkunden. Wir können dann also mehr Sachen machen. Emerald Band. So, wir brauchen Glas mit Blitz. Habe ich nur einer. Yellow Crystal Connection. Ah, ich entsinne mich ganz, ganz dunkel. Faden zufügen ist mir egal. Also genau, jetzt haben wir Blue Crystal Connection und wenn wir hier viermal Blitz haben, dann haben wir Yellow Crystal Connection. Dann können wir mehr Sachen erreichen. Dann haben wir All Crystal Connections. Ja, das ist dann erstmal egal. Ne, also machen wir hier einfach vier Blitze. So, da bräuchten wir erstmal sowieso Qualität 100, haben wir noch lange nicht. Hier könnten wir die Qualität des Gegenstands noch erhöhen. Darf ich aber auch nicht. Achso, genau, ich muss hier auf jeden Fall erstmal noch, ich muss diese beiden Sachen noch machen. Zum Glück habe ich noch zwei Gegenstände. Wobei, warte mal, das ist auch mit Sternchen versehen. Muss ich das hier auch noch freischalten? Das wäre schade. Ich versuche es erstmal mit dem normalen Ingot. Hier reicht mir eigentlich auch ein Einer. Ne, ist freigeschaltet. Okay, ich kann es synthetisieren. Wunderbar. Wenn du mit dem Smaragdband ausgerüstet bist, kannst du Kristalle bei der Exkursion benutzen, um über Klippen und andere erhöhte Gebiete zu springen. Benutze das Smaragdband an Orten, wo Kristalle über deinem Kopf schweben. Und es sind so Markierungen auf dem Grund. Ja, da wo ich vor ein paar Folgen mal gesagt habe, wir brauchen hier ein Seil. Es gibt drei verschiedene Farben der Kristalle.
Und ja, wir können jetzt halt bis Gelb benutzen. Ich denke, Blau können wir trotzdem benutzen. Müssen wir wahrscheinlich ausrüsten. Ah. Sehr schön. Dann sollten wir bei der Gelegenheit auch die Airdrops mal machen. Dann können wir auch noch tauchen, falls es nötig wird. Wenn ich es finde. Ach, und Summoner's Bell war, um ein Reittier herbeizurufen. Ne? Da kann ich erstmal drauf verzichten. Später wird es vielleicht noch interessanter, wenn man alles schon gesehen hat. Aber jetzt bin ich erstmal beim Erkunden. Da finde ich ein Reittier eher hinderlich. So. Wir brauchen ein Stück Honig. Nehmen wir den einfachen, der kein Fuel ist. Dann brauchen wir hier Eis. Da haben wir noch Blume mit dabei. Da haben wir auch einen normalen ohne Blume. Okay. So, Gathering Quality up. Brisk Aquatic Movement heißt, beim Tauchen sind wir schneller. Haben wir davon Vorteile? Hm. Also weil hier nur ein Punkt fehlt mit der Qualität, würde ich hier gerne zumindest mal eine Sache hinzufügen. Und dann versuche ich nochmal hier die drei Feuerpunkte zu erreichen. Also warte mal, ich kann drei Sachen hinzufügen. Ja, Trades brauchen wir nicht. Also Secret Key. Was würde uns der bringen? Qualität increase, Element Value up, das brauchen wir nicht. Okay, verstehe. So, hier haben wir Quality und wenn du mit Airdrops ausgerüstet bist, können wir mit der Quadrattaste tauchen. Im tiefen Wasser. Dort können wir Dinge finden, die wir oberirdisch nicht finden können. So. Ich will jetzt diese Sachen ehrlich gesagt noch gar nicht craften, weil bei unserer Quest steht, bereite erstmal eine Stained Flower vor. Und das habe ich noch nicht gemacht. Die habe ich noch nicht gefunden. Ich will mal gucken, was es hier noch gibt. Waking Emerald. Na, da Crystal Fragment. Arkenziel. Rainbow Gemstone. Spirit Bottle. Septrin. Das sind alles Sachen für viel später, glaube ich.
Oh, warte mal, hier ist ein Plus, ein gelbes Plus, was wir erreichen können. Ein neues Rezept. Clear Branch. Okay. Brauche ich jetzt auch gerade nicht. Pearl Crystal. Das neues Rezept. Giant Bird Feather. Also Feder eines großen Vogels. Das können wir aus Honig machen. Nektar Rock. Nee. Nee, okay. Ich denke, wir sollten erstmal ein bisschen sammeln gehen. Oder habe ich jetzt noch was, was ich freischalten kann? Ich habe jetzt eben ein paar Punkte bekommen. Hourglass of Origin. Ich bin neugierig, was es ist. Vielleicht kann ich es gar nicht bauen. Hourglass of Origin. Ne, ich kann es nicht bauen. Bauen Riverstone, Vortex Sand, alles was wir nicht haben. Ja, war eine blöde Idee. Gut, wir wollen raus hier. Ja, da. Zum Glück ist es da oben mit dem Prisma da markiert. Jetzt würde ich den Ausgang hier nie finden. So, jetzt gucken wir mal auf der Karte. Ach, da! Das ist sogar ein Hinweis, wo wir es finden. Da finden wir das Material für Glasgoblet. Okay, ich muss gar nicht lange rumsuchen. Das ist extra für mich so gemacht, glaube ich. So, was kann ich gegen dich tun? Ich glaube, ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Kannst du mir helfen, ein Monster zu besiegen in dem Gebiet? Ich zeig dir, wo es ist. Ja, es ist bestimmt wieder arschweit weg. Es geht so. Das würde ich doch noch mal eben machen. Und hier, du. Oh, die Sache, die du da hast. Das wollte ich schon immer mal haben. Meine Mutter lässt mich nicht rausgehen, deshalb habe ich es nicht bekommen. Tauscht es ein gegen eine Stain Flower? Ja, ich tausche alles ein gegen eine Stain Flower. Das ist genau das, was ich brauche. Und es sind nur rote Punibälle. Kannst du gerne haben. Ich sortiere noch mal eben nach Qualität, damit, also das Schlechteste ist gerade gut genug. Achso, also gibt es auch einer. Wir haben alle Elementwert 2. Gut, dann kriegst du den hier. Also du willst mehr haben. 3 Stück, sag das doch. So, und schon haben wir eine Stain Flower, die wir fürs Glas Goblet brauchen. Okay, trotzdem mache ich jetzt nochmal eben die Quest für den Kollegen hier. Weil das ja auch Attributswerte bringt, glaube ich. Und das sieht auch so aus, als könnte man es sammeln, kann man aber nicht. Komme ich gar nicht durch, ich muss die Brücke nehmen, okay. Und SP bringt es, ich habe gerade wieder mal 800 SP sinnlos verbraten. Hä, wo? Hä?
Kannst du mir bitte sagen, wo Hand Fluffy schieb? Ach, oder die sind das. Die sehen gar nicht Fluffy aus. Ich bin von beiden Seiten angegriffen. Aber die machen kein Damage. Nein, ich muss wieder auf normalen Modus stellen. Ich mache das überhaupt kein Damage. Erfahrungspunkte, nicht übel. Reportable. Genau, deshalb ist da jetzt auf der Minimap auch dieser Drachen. Ich nenne es einfach Prisma, dieses Prisma in grün wieder erschienen. Ich muss einmal kurz hier gucken. Ich weiß nicht, wie viel wir davon schon haben. Und hier ist was Neues. Ein süßes Blatt. Das heißt, wir müssen die Quest, wir haben einen Tag Zeit, um sie zu erfüllen und Bericht zu erstatten. Achso, war noch Brücke? Warte mal, ich muss da rüber. Ach, guck mal, da kann man gerade sehen, Sammellevel 2. Jetzt kriegen wir hier schon, ich will nicht sagen bessere Sachen, aber zumindest mehr Sachen. Die Pilze konnten wir vorher schon sammeln. Ich meine, hier so normal, ohne Werkzeug zu sammeln, da kriegt man natürlich eh nur die einfachsten Sachen, aber da jetzt bessere, meine ich. Etwas besser. Ja, zum Beispiel hier. Zwei Sorten Blumen. Wobei wir die zweite Sorte bei uns zu Hause auf der Kurkeninsel auch bekommen haben schon. So. Ist erledigt hier mit den Schafen und so. Oh, du hast die Monster besiegt? Das ist ziemlich beeindruckend. Hier, mein Dankeschön an dich. 1000 Kohl, ja. Und keine SP. Oh, und keine Attributswerte. Ja, dann lohnt sich das doch nicht so, wie ich dachte. Wieder eine Random Quest. Guck mal, da kriegen wir jetzt auch zwei Sachen. Hier ist wieder was zum Sammeln. Follow the leading bird. Folge dem Vogel, der den Weg zeigt. Ja, schneller Vogel. Ich will hier nicht kämpfen.
daher die Redensart, jemanden den Vogel zeigen? Das erinnert mich übrigens an Genshin Impact. Hier diesen Geisterviechern da hinterher zu laufen. Okay, den sollen wir besiegen. Na dann mal auf. Und doch, bitte. Ja, ich glaube, nicht blocken. Nochmal normal angreifen. Ich warte erst ab, bis die Kumpels von mir super angriffen wollen. Ich habe versehentlich gedrückt. So. So, jetzt aber. Und wir können gleich mal Key-Action machen. Könnte sich bei dem lohnen, ne? Weil er doch ein bisschen stärker ist. So. Key Modification. Fire Conversion? Nein. Ich kann nur den nehmen. Fire Conversion XS? Hä? Ah ne, es ist on. Ja, das ist ein Effekt, aber wir haben auch Damage dealt 10% mehr und Damage taken 10% weniger. Wir nehmen den. So, Bombe ist auch vulnerable. Break. Und der Key Action. Oh, warte mal, ich muss gleich heilen. Mein Gott, ich habe überhaupt nicht auf Hitpoints geachtet, weil ich das schon so lange nicht mehr machen musste. Lent. Zum Glück ist ein anderer noch im Break-Zustand. Kann ich nochmal heilen? Tau. Und ihr dürft mal Action machen. So, nochmal heilen. So, aggressiven Modus beenden. Heilen. Oh, 760 Damage für Luft, das ist gut. Creation haben wir 75% Success Rate. Ich warte noch mal. どれにしようかな。大盤振る舞いよ。よし、今ならいけそう。すげえ。
Nee, 4 reicht mir nicht. Ich brauch 5 CC, um beide Bomben nutzen zu können. Aber gleich machen wir erstmal nochmal Ki. Naja, ich mach nochmal jetzt Bombe. Ist ja der stärkste Gegner überhaupt, den wir bekämpfen. Locken! Warte mal, Magic Damage. Er macht seinen super Angriff. Wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt viel Damage machen, glaube ich. Ich glaube, wir haben ihn unterbrochen. Ja, genau. Wenn, wir ihn im, wenn er seinen super Angriff machen will und wir schaffen es, ihn zu breaken, dann wird er unterbrochen, der super Angriff. So, jetzt machen wir Key Creation. So, was gibt's Schönes? Darkstar Key haben wir bisher noch nicht gehabt. Den kriegen wir immer bei einem Precious oder bei einem Precious Puni. Hat einen Buff-Effekt, Action Speed Increase und im Adventure-Effekt CC Bottle Charge. Okay. Ja. Nee, warte. どうだ。せーの。どれにしようかな。いけ。にゃ、どうだ。どりゃ。とどめだ。めちゃくちゃだよ。どうだ。なんでもいいか。終わらせる。言ってて。任せねよ、ライザー。クリスマス。にゃ、始めるよ。 大盤振る舞いよ。よし、今ならいけそう。やったな、ライザー。どうだ。終わらせる。まだまだ。もう一丁。みんな、かぼった。 2000 Erfahrungspunkte und einen Bonus von 184. Warum es den Bonus gibt, weiß ich nicht. Das Leveln geht hier echt fix. 強くなれたみたいだ。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。この調子で行こう。Dein Puniball, noch was anderes haben wir bekommen. さあさあ、集めちゃいましょうね。 So, jetzt bin ich vom Weg ab. Ach so, das mit der Blume, das ist jetzt eh gegessen. Die haben wir so gefunden. Ist so eine Truhe, guck mal an. Was ist da? だから探しは冒険の醍醐味。それ。これ。ほら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 。ほ
Muss ich das erkunden, damit hier die Wolken weggehen? Also ich, dieses kleine Stückchen will ich den zumindest noch mal eben machen. Oh, das ist Gras, das ist dieses süße Gras, glaube ich, ne? Sweet Leaf, genau so hieß es. Lightning Tree. Oh, guck mal. Sky Bubble in guter Qualität. Da ist noch eine Leiter nach oben. Ja. Ich brauch's alles nicht. Oh, hier gibt's Öl. So, was war jetzt Random Quest? Da oben. Oh, wieder dem Vogel folgen. Der will uns wieder ein Monster zeigen, oder? Wo ist er? Da. Ne, er zeigt uns jetzt mal einen Stein. Oder? Nee, er will noch weiter. Wartet auf uns, ist nett. Eine Truhe. Sieht schon ein bisschen größer aus. Ah ja, Guiding Bird Feather. Das gibt es immer, wenn man ihm folgt. Okay. Ein blauer Neutralisator, okay. Und hier. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt runter will. Ich wollte noch zu der Leiter. Oh, hier ist noch Fragezeichen. Trockengras. Ja, das ist wieder derselbe Schrott. Okay, hier muss ich eigentlich auch nicht mehr weiter. Nur das ganz kleine Stückchen hier noch. Okay. Oh, der Knochen. Und Fragezeichen. Arbor Ivy. Ja. Das könnte interessant sein. Ja, auch nicht so. So, wo war die Leiter?
移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だったな。ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかもな。それ！それ！ Okay, gehen wir mal ins Atelier zurück und machen die Synthese. Der Weg ist jetzt nicht so weit, dass ich unbedingt Schnellreise nutzen möchte. Quest. Ja, bitte. Ich dachte, ich hätte einen Großhändler angebissen, aber der hat meine ganze Route mitgenommen. Ja, der Fisch ist mit meiner Angel entkommen. Das war ziemlich überwältigend. Fische liefern mit Qualität über 60. Boah, was für Fische. Die teilst du einfach mit mir, das ist nett von dir. Warte mal kurz, ich gebe dir das dafür. Weil du so nett warst. 300 SP, das ist fantastisch. Wobei jetzt unser Atelier... Achso, ich bin falsch gelaufen. Sorry. Wegen Random Quest habe ich mich ablenken lassen. Ach, rotes Wasser nehme ich nochmal mit. Ich habe noch nicht so viel davon. Ja, bitte. Bist du die Alchemistin, von der ich schon so viel gehört habe? Ich hörte, du kannst alles herstellen. Deshalb möchte ich dir um etwas bitten. Ich brauche sowas hier. Kannst du das für mich vorbereiten? Eine Bombe. Qualität über 50. Und wir haben 12 Stunden Zeit. 200 SP gibt's dafür. Ja, mach ich. Warte mal. Hab ich die. Nicht, sind das nicht die, die ich ausgerüstet habe? Ich will da auf Nummer sicher gehen. Ich mach eine neue. Sag mal, Lisa, willst du nicht rausgehen? Wir sind alle bereit. Nee, wir kommen gerade von draußen, Claudia. Jetzt warte doch mal, ich bin ganz und gar nicht bereit. Von mir aus geht's jederzeit. Weißt du, Claudia, es kommt mir so vor, als ob du immer bereit wärst, rauszugehen. Ich meine, du bist doch eine Frau von Welt. Brauchst du da nicht eine Weile, um dich vorzubereiten? Naja. Liza und Bogen gehen. Ich freue mich halt immer so sehr, mit dir auf Abenteuer zu ziehen, Lisa. Und deshalb sehe ich zu, dass ich immer bereit bin. Frühmorgens habe ich schon ein bisschen Zeit gebraucht. Ich musste ja viel vorbereiten. Achso, es ging nicht um frühmorgens, sondern...
Am Anfang unserer Abenteuer, da musste ich noch viel Zeit aufwenden, um mich vorzubereiten, aber je öfter wir unterwegs waren, umso mehr habe ich darüber gelernt, was ich tun muss und was ich nicht unbedingt brauche. Und nun, ganz egal wie ich aussehe, bin ich halt schneller fertig und mache nichts, was nicht unbedingt nötig ist. Jetzt wo sie es sagt, sie ist schon so seit der Zeit, als wir ins Dorf gekommen sind. So ist das also, Claudia. Ja, wir müssen eben schnell eine Bombe bauen. Für die Random Quest. Craft ging auch, hat er gesagt. Ja, nehmen wir Craft. Ich sortiere mal nach Qualität. Sowas, ja. So, Qualität 24 mittlerweile. Das müssen wir auch noch machen. Ich reicht noch nicht. Da können wir auf Qualität gehen. Mit dem Neutralisator in Rot. So, da bin ich aber bei 56. So, das bracht jetzt hier nur sehr wenig SP. Aber von dem Typen kriegen wir 300, ne? 200, sorry. Und das Craften ging auch schnell, hat nur eine Stunde gedauert. Früher hat so Craften ja auch gerne mal 24 Stunden gedauert oder so. Also je nachdem, wie aufwendig das Objekt war. Kleine Sachen, wie was weiß ich, Honig herstellen, hat dann auch nur ein, zwei Stunden gedauert, aber so ein Stein der Weisen, der konnte dann auch über einen Tag dauern. So, den kannst du haben. So, jetzt kriegen wir 200 SP und sonst nichts. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, die Synthese der Gegenstände und die darauf folgende Quest machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich muss ja nicht immer überziehen. Also bis dann, macht's gut. Tschüss. So, mal gucken, was sagt der Container. Fast 3000 Sachen haben wir schon drin. Müssen wir bald mal irgendwas verkaufen. Den letzten Schrott hier. Also bis dann. Tschüss.